Vollmann. Sie müssen jetzt Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. 18 Uhr hat der Presse gesagt. Schon 10 Minuten drüber. Er wird schon anrufen. Wenn es einer von uns ist, kann das nicht gewesen sein. Deshalb hast du uns doch herbestellt, oder? Von uns Frauen kann es sowieso keine sein. Es war deine Männerstimme am Telefon, nicht wahr? Sie könnte sich ja einen männlichen Komplizen zugelegt haben. Du verdächtigst doch wohl nicht Mutter. Die hat ihre Nachfolgerin doch gleich umgebracht, nicht erst entführt. Deine Scherze sind wie immer geschmacklos. Du hättest einen Komplizen. Dein Mann ist der Einzige, der nicht anwesend ist. Er konnte nicht kommen. Er hat einen unaufschiebbaren Geschäftstermin. Hört auf! Mein Gott, Viertel nach. Ich hab's dir ja gleich gesagt, Viktor. Es war vielleicht doch nicht ganz richtig, die Polizei da rauszuhalten. Polizei? Nein. Jede Verzögerung oder Einschaltung der Polizei kostet ihre Frau das Leben. Bitte verlang auf jeden Fall, dass du sie sprechen kannst. Rollmann? Verzögern Sie das Gespräch nicht. Keine Rückfragen, wenn Ihnen das Leben Ihrer Frau noch was bedeutet. Fahren Sie mit dem Koffer und den 3 Millionen zum Campanile am Isar Torplatz. Erwarten Sie dort einen weiteren Anruf. Letzte Warnung, kommen Sie allein. Ich möchte vorher noch mit meiner Frau sprechen. Bitte, Viktor. Die machen ernst, wenn du nicht gleich kommst mit dem Geld. Katrin! Aufgelegt. Ja klar, die haben Angst vor der Fangschaltung. Hör mal. Ich mach das so nicht. Das ist so idiotisch. Wenn Sie den Kofferinhalt überprüfen, dann sehen Sie doch den Sender. Also, Viktor, ich lasse dich auf keinen Fall alleine fahren. Ich bin nicht nur dein Anwalt, ich bin schließlich auch dein Freund. Schalt das Ding ein, steck es von mir aus irgendwie in die Jackentasche. So kann ich dir in größerer Entfernung folgen und die merken nichts. Sie dürfen aber nicht eingreifen, Herr Dr. Lehmann. Keine Angst. Ich werde Katrins Leben nicht in Gefahr bringen. Solange alles glatt läuft. Na also. Gratuliere, Doktor. Ich habe noch nie erlebt, dass Viktor sich helfen lässt. Und wenn er doch Hilfe braucht? Keine Sorge. Weiß man den Namen der Toten schon? Ist Leo nicht da? Er wollte ins Theater. Gerd hat ihm eine Nachricht hinterlassen. Muss auch mal sein. Was? Die Bedürfnisse kulturellen Lebens. Nur dass uns die Täter leider wenig Zeit dazu lassen. Hallo, Doktor. Hallo, Leo. Wer ist die Frau? Katrin Grollmann. Und wer hat die Polizei benachrichtigt? Ein anonymer Anrufer, der hat 2 Schüsse gehört. Und dann soll ein Wagen weggerast sein. Doktor, wann ist der Tod eingetreten? Ich schätze vor 2, höchstens 3 Stunden. Mein Gott, was für ein hübsches Mädchen. Nur tot dürfte sie nicht sein. Habt ihr was gefunden, das uns weiterhelfen könnte? Tonbandkassetten. Deutet auf eine Entführungsgeschichte hin. Katrin. Guten Abend, Herr Grollmann. Ja. Hauptkommissar Kress, meine Kollegen Johnson und Heimann. Polizei? Ja, können wir uns vielleicht drinnen unterhalten?
Was? Natürlich. Danke. Die Herren sind von der Polizei. Was? Wieso? Ist was mit meiner Frau? Von der Mordkommission? Was? Du hast sie umgebracht, du Schwein! Hier hat keiner was von Mordkommission gesagt. Und du warst der Einzige, der nicht da war. Ja, bist du denn verrückt? Jan, es ist nicht ungewöhnlich, dass man bei einer Entführung an Mord denkt. Beseitigung des Opfers, das den Entführer identifizieren könnte. Sagen Sie, dass es nicht wahr ist. Tut mir leid, ich hätte Ihnen das gerne etwas schonender beigebracht, aber es ist wahr. Leider. Mein Beileid, Herr Gollmann. Mein Gott, Viktor. Ich brauche dein Mitleid nicht. Du überschätzt meine Fähigkeiten, dich noch zu bedauern. Ist es erforderlich, dass ich bleibe? Moment, Moment. Sie machen es uns ja leicht, wenn Sie Fragen beantworten, die wir noch gar nicht gestellt haben. Aber vielleicht darf ich erst mal erfahren, in welchem Verhältnis Sie jeweils zu der Toten stehen. Ja, also ich bin von ihm geschieden. Frau Merkel, seine Sekretärin, gibt Ihnen meine Adresse, wenn Sie mich noch sprechen müssen. Danke. Ja, also das ist Herrn Grollmanns Tochter, Frau Grollmann-Sanders, ihr Mann und Jan Grollmann, der Sohn. Wer soll denn das glauben? Einen geschäftlichen Termin. Der Sanders mit seiner Pleitefirma. Also. Deswegen bringt er doch keinen um. Bitte, Viktor, die machen ernst, wenn du nicht gleich kommst mit dem Geld. Entschuldigung. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie alle während der letzten Stunden hier gewesen. Seit 5:30. Herr Grollmann wollte das so. Herr Grollmann, das heißt, Sie haben alle ein Alibi. Bis auf mich eben. Aber deins ist ja überprüfbar. Mhm. War also Ihre erste Frau? Ist sie wieder verheiratet? Barbara, nein. In der Beziehung zu einem anderen Mann? Ich traue sie nicht zu. Was, dass sie eine andere Beziehung aufnimmt? Sie verstehen mich schon, dass sie hinter der Sache steckt. Wie viel Lösegeld ist denn gezahlt worden? 3 Millionen, aber das wussten alle hier. Ja, deshalb haben Sie ja alle zu dieser Alibi-Veranstaltung eingeladen. Nur einer ist nicht gekommen. Haben Sie selber das Lösegeld übergeben? Ja, ich und Lehmann. Lehmann. Verdammt. Lehmann. Wissen Sie was von ihm? Welcher Lehmann? Dr. Peter Lehmann, mein Anwalt. Er sagte noch, keine Polizei. Er wollte mir selbst mit dem Auto hinterherfahren zum Übergabeort. Für alle Fälle. Da, den hat er mir in die Tasche gesteckt. Ein Sender. Ja, er ist mir dann mit dem Auto hinterhergefahren, in großem Abstand. Die haben uns beobachtet. Natürlich, die haben ihn abgefangen. Das Resultat kennen Sie ja nun. Vielleicht haben Sie es jetzt mit 2 Mordfällen zu tun. Sie müssen sie ja sehr gemocht haben. Na klar, mit Katrin konnte er ja immer Geld locker machen, wenn Vater ihm keins mehr gegeben hat. Ach du dumme Kuh, was weißt denn du? Frau Sanders, kommen Sie. Es sieht fast so aus, als hätten Sie Ihre Stiefmutter... Stiefmutter! Als hätten Sie sie geliebt. Na und? Aber was... Ach,
Das können Sie doch eh nicht nachempfinden. Meinen Sie? Herr Sanders, was war das denn für eine Besprechung, die Sie da hatten? Wann war sie? Wo war sie? Nun ja, also, das ist, verstehen Sie, es geht da um interne Angelegenheiten. Ja? Zwischen Konkurrenzbetrieben. Und wenn ich das zur Schule plaudere, verstehen Sie? Also gut, dann gehen Sie halt jetzt. Aber wir sehen uns wieder. Ja. Soll das heißen, dass wir... Ja, im Präsidium. Ja, hoffentlich behalten Sie euch gleich da, Denunziantenpack. Herr Grollmann, bitte. Ja, es ist richtig, dass die Katrin mir öfter mal was zugesteckt hat. Na und? Das kann ich bestätigen. Was hängen Sie sich da jetzt rein? Ja, vielleicht hilft's Ihnen ja. Eine Sekretärin kriegt ziemlich viel mit. Eben auch, dass Katrin ihm öfter ausgeholfen hat bei seinen Spielschulden. Was soll das jetzt? Wollen Sie mich in die Pfanne hauen? Nein. Ich meine doch nur, man bringt nicht... Die Kuh um, die man noch melken will. Meinen Sie das? Herr Grollmann, ich habe Sie gefragt, ob Sie Dr. Lehmann nicht schon früher vermisst haben. Oder wollte er nicht hierher zurückkommen? Haben Sie denn nicht versucht, ihn telefonisch zu erreichen? Zu Hause oder in seiner Kanzlei? Ihre Sekretärin vielleicht? Na schön. Das wird wohl heute nichts mehr. Also mich brauchen Sie ja nicht mehr. Gerd, nimm bitte die Bandaufzeichnung mit. Habe ich schon. Und wenn Sie uns Adresse und Telefonnummer von Dr. Lehmann geben könnten, wäre das... Ja, ja, aber da meldet sich niemand. Ach, Sie haben es versucht? Mehrmals. Aha. Die Nummer von seinem Autokennzeichen wissen Sie nicht zufällig? Nein, tut mir leid. Jetzt sind die immer noch da. Die haben wohl gewartet, ob wir jemanden mitnehmen. Alibi von Ihnen müssen wir noch überprüfen. Ja, ja. Den knöpfe ich mir noch mal vor. Wart noch mal. Warten, was warten? Warten wir jetzt alle, oder was? Der Junge wohnt ja im Haus. Fehlt noch diese Sekretärin. Merkel. Rita Merkel. Herr Grollmann? Nimmt das denn kein Ende? Ich will allein bleiben. Wenn du glaubst. Wenn Sie glauben, dass ich in dieser Situation... Das gibt's doch nicht. Andere reinreißen, aber selbst die Stunde nutzen, ne? Was wissen Sie denn? Verschwinde, verdammt. Hau ab! Ja, ist ja schon gut, Alter. Ich bin ja nur zufällig in die Vorstellung hier reingestolpert. Sie sollen gehen. Sie auch. Bitte. Ich habe da nur Angst. So wie du sie geliebt hast. Dass ich mir was antue? Nicht bevor dieses Schwein gefasst wird. Eigentlich einer von uns gefragt, wann genau diese Katrin entführt wurde. Die quasseln doch sowieso alles aus, bevor wir drüber nachdenken, ob wir sie fragen sollen. Komisch. Keiner von denen hat gefragt, wo wir die Tote gefunden haben. Gefällt mir alles nicht, irgendwie. Ja, das wäre eigentlich Leos Satz gewesen.
Na schön, denn los. Setz mich bitte beim Franziskaner ab. Was? Frag nicht. Jetzt ist Feierabend. Im Franziskaner auch? Schau doch mal auf die Uhr. Okay. Also morgen stellt er als erstes das Kennzeichen von diesem Dr. Lehmann fest. Und wenn wir ihn nicht finden, dann geht eine Fahndung aus. Gerd, ich bin im Büro von Dr. Lehmann. Nee, hier hat er sich noch nicht gemeldet. Seine Sekretärin meint, das wäre schon ungewöhnlich, weil er morgens immer der Erste ist. Zu Hause haben wir ihn auch nicht angetroffen. Henry will sich in der Nachbarschaft umhören. Gut, soll er machen. Moment noch. Ich habe mich schon gewundert, dass sein Platz in der Tiefgarage leer war. Es ist doch nichts passiert. Wart noch mal. Anwaltsbüro Dr. Lehmann? Natürlich habe ich den Termin im Kalender. Vielleicht ist Dr. Lehmann von zu Hause aus gleich zum Gericht. Gerd, die Fahndung nach ihm kann eingeleitet werden. Wird gemacht, Leo. Du denkst an die Sanders, die sind für 11 Uhr bestellt. Okay, ich beeil mich. Kommen Sie bitte rein. Guten Tag. Haben wir Kaffee, Gerd? Haben wir. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, was wir gerne noch wissen möchten, wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Ihnen und der zweiten Frau Ihres Vaters? Ziemlich abgekühlt. Abgekühlt? Warum? Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Dürfen wir Ihnen auch einen Kaffee anbieten? Nein. Gern. Danke. Schwarz. Möchtest du auch einen Kaffee? Normal. Normal, ja. Also, warum abgekühlt? Sie war meine Freundin. Ich habe sie mit meinem Vater bekannt gemacht. Milch hast du vergessen. Oh, ich mag schon gern, lass nur. Und das Verhältnis zu Ihrem Vater? Ich konnte ihm die Heirat mit Katrin nicht verzeihen. Soll das heißen, Sie mochten sie dann nicht mehr? Sie hat mein Vertrauen missbraucht. Gut, mein Vater ist kein Heiliger. Für ist das schon. Aber in eine intakte Ehe einzubrechen? Also meine Frau hat mit diesem Mord überhaupt nichts zu tun. Ah ja. Nur um das rauszufinden, sind wir ja da. Ja. Was ist denn mit Ihrem Zeugen? Können Sie uns vielleicht jetzt seinen Namen sagen? Also wissen Sie, wenn ich darüber reden sollte, der reißt mir den Kopf ab. Er möchte mit dieser Geschichte überhaupt nichts zu tun haben. Es geht ja um verbotene Preisabsprachen. Hat Ihr Mann Ihnen das so erklärt? Ja. Wieso? Ihre Preisabsprachen interessieren mich nicht. Wir haben einen Mord aufzuklären. Sie müssen uns jetzt schon erklären, was das für eine Besprechung war und wer das bezeugen kann. Deine Geschichte stimmt doch, oder? Was willst du mir denn wieder andichten? Ich kann doch nur hoffen, dass der Petscherald mich nicht hängen lässt. Bei dem Schiss, den er hat. Entschuldigung, wo ist das Chefbüro? Ja, hier herum, letzte Türe rechts. Vielen Dank. Bitte. Morgen. Herr Kress, guten Morgen. Herr Grollmann ist wohl nicht da. Hätten Sie doch nur vorher angerufen. Der Chef hat mir ausrichten lassen, dass er in jedem Fall noch kurz hereinschaut, aber wann? Macht nichts. Ich kann mich ja inzwischen ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich bin auch regelrecht geschockt. Aber bitte nehmen Sie noch Platz. Danke. Nur, wie gesagt, wie lange es noch dauert? Er ist wohl ziemlich beliebt bei seinen Leuten, ne? Herr Grollmann? Ja. Lassen Sie sich nicht stören. Dass man an so einem Tag Erinnerungen auffrischt, das ist doch ganz... Darf ich mal? Ja.
Erinnerungen. Die sind aus einem Schreibtisch. Ich wollte nur mal schauen. Ich habe gedacht, auf einem oder zwei Fotos, da müsste ja auch die junge Frau Grollmann drauf sein. Und die wollte ich aussortieren. Ich verstehe. Es ging darum, Erinnerungen zu vermeiden. War das, bevor er sich von seiner ersten Frau scheiden ließ? Das hat nichts zu bedeuten. Habe ich auch nicht gesagt. Er soll es ja nun mal nicht so genau genommen haben. Wir sagten sowas. Das haben Sie wohl geschossen, weil ich sehe Sie da nicht drauf. Darf ich das mitnehmen? Herr Grollmann, guten Morgen. Was ist denn jetzt noch? Gönnen Sie mir nicht einmal ein, zwei Tage Ruhe? Aber ja, von Frau Merkel habe ich ja alles erfahren, was ich wissen wollte. Von mir? Also... Für eine Identifizierung meiner Frau stehe ich zur Verfügung. Danke. Das war's erstmal. Schönen Tag noch. Dieser Schrotthaufen? Jeder fängt mal klein an. Aber Preisabsprachen hier? Da geht's doch um Großaufträge. Behörden, Industrie. Herr Petschereit? Was gibt's? Heimann, Kriminalpolizei. Wir hätten gern eine Auskunft. Ihren Kollegen Sanders betreffend. Und? Er hat behauptet, gestern zwischen 16 und 22 Uhr mit Ihnen zusammen gewesen zu sein. Zwischen 16 und 22 Uhr. Ja. Worum geht's dabei? Ihre Preisabsprachen interessieren uns nicht. Wir sind von der Mordkommission. Mord? Nee, also bei sowas, da kann ich dem natürlich keinen Gefallen tun. Ach, das wollte er von Ihnen? Ja, ich dachte wegen seiner Frau, dass die irgendwas nicht mitkriegen sollte. Vielen Dank. Entschuldigung, Frau Grollmann, Kress hier. Bitte kommen Sie doch, ich bin noch nicht ganz. Aber ich bitte Sie. Ich hasse es, allein zu trinken. Oh, ich mach mit, wenn es sein muss. Ihr Sohn war bei Ihnen? Ja. Und wenn er weg ist, brauche ich immer einen. Ich habe ihn wegfahren sehen. Und nicht aufgehalten. Also bin ich die Verdächtige. Meine Zahnbürste ist schnell eingepackt. Darf ich wissen, was Ihr Sohn bei Ihnen wollte? Was schon. Geld natürlich. Von mir. Ich nage ja nicht gerade am Hungertuch. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dieses Penthouse ist so ziemlich alles, was mir nach der Scheidung blieb. Dieser saubere Dr. Lehmann hat es verstanden, mich an die Wand zu spielen. Dr. Lehmann? Mhm. Richtig. Und Jan weiß genau, dass ich ihm für seine Spielschulden nicht helfen kann. Nicht in diesen Größenordnungen. Nämlich? Ja. Jetzt ist natürlich Holland in Not. Katrin kann ihm nicht mehr helfen. Und sein Vater hat ihn kurzerhand rausgeschmissen. Weil er Geld wollte? Hm?
Ja. Ja, nachdem Viktor 3 Millionen eingebüßt hat. Ja, die waren aber aus einer Versicherung, soweit ich informiert bin. Der Bilderdiebstahl. Man hat damals die ganze Villa über Nacht leergeräumt. Bilder im Wert von 3 Millionen? Viktor ist Sammler. Das meiste hat er gekauft, als es noch preiswert war. Ist es richtig, dass die Versicherung lange Zeit versucht hat, ihm nachzuweisen, dass dieser Diebstahl fingiert war? Sie Spielverderber. Ich muss mir etwas Mut antrinken. Für die Reise. Sie wollen doch jetzt nicht verreisen. Haben Sie die Handschellen nicht dabei? Aber ich komme freiwillig mit. Wie das aussieht mit diesen Dingern. Lehmann hat damals den Prozess gegen die Versicherung geführt. Und gewonnen. 3 Millionen. Und jetzt ist Viktor sie wieder los. Ist es schlimm, wenn ich mir etwas Schadenfreude erlaube? Über den Verlust des Geldes oder den seiner jungen Frau? Na, da sind wir ja vollzählig. Was ist mit den Tonbandaufzeichnungen von dem Erpresser? Sind noch im Sprachlabor. Ja, wie lange brauchen die denn noch? Jedes Mal länger. Das Alibi von Sanders ist geplatzt. Von wegen Preisabsprachen. Komm mir sowieso komisch vor. Wo ist Sanders jetzt? Habt ihr ihn festgenommen? Nein, haben wir nicht, weil... Ja, was ist? Ist der Vogel ausgeflogen? Wir haben eine Überraschung für dich hier. Der junge Grollmann hat die Tat gestanden. Was hat er? Ja, er will seine Stiefmutter umgebracht haben. Ist das hier ein Irrenhaus? Er wird seine Gründe für seine Aussage haben. Was ist mit Lehmann? Irgendeine Spur? Nix. Gar nichts. Die Hütte, in der wir die Tote gefunden haben, gehört einem gewissen Felix Jablonski. Der hat auch eine Stadtwohnung, aber da war er nicht. Der Hausmeister sagt, er wäre sehr viel im Ausland. Jetzt auch? Ja, in Portugal. Er ist Makler. Ferienhäuser und so. Werner, warte mal. Vergleich das mal mit dem Foto von der Gefangenen Katrin Grollmann. Vielleicht fällt dir ja was auf. Habt ihr mit dem jungen Grollmann schon ein Protokoll gemacht? Ach, den Jungen, den wollten wir dir überlassen. Na, dann her mit ihm. Aber ihr kümmert euch um Sanders. Kollege Servus. Wer fährt denn jetzt? 1, 2, 3. Jo. Aber für den Preis werden Sie niemanden finden. Nein. Gut, wie Sie meinen. Sie können mich jederzeit wieder an. Herr Sanders, wir müssen Sie noch mal sprechen. Warum? Ja, weil Sie uns nicht die Wahrheit erzählt haben. Herr Petschereit konnte Ihr angebliches Alibi nicht bestätigen. Wir müssen Ihren Mann leider mitnehmen. Das wird nicht nötig sein. Oder doch? Er hat zur fraglichen Zeit kein Alibi. Diese Dame wird Ihnen bestätigen, dass mein Mann zur fraglichen Zeit dort war.
Oder meinst du, ich bin so blöd, dein ewiges Fremdgehen nicht zu bemerken? Wir müssen ihn trotzdem erst einmal mitnehmen. Obwohl ich weiß, dass dir das Geld meines Vaters wichtiger ist. Vergiss bitte nie, dass ich dich wirklich liebe. Und wer liebt, hat auch seine Träume. Dieser Schwächling, dieser Nichtsnutz. Er hat die Tat gestanden, ja. Und Sie haben ihn rausgeworfen, obwohl ihm das Wasser bis zum Hals steht. Dieser gottverdammte Spieler. Das passt doch alles zusammen. Was? Dass er Katrin umgebracht hat? Na, das trauen Sie ihm doch nicht zu, oder? Nein! Sie sehen ja, wir sind hier alleine. Mir können Sie es doch sagen. Ich bleibe bei meiner Aussage. Ich war heute bei Ihrer Mutter. Und? Sie haben nichts dagegen, dass ich unser Gespräch aufzeichne? Nee, warum? Es hat vor Gericht eh keine Beweiskraft. Sind ja gut informiert. Wollen Sie meinen Kollegen vom OK nicht weiterhelfen? OK? Wer ist denn das jetzt? Organisierte Kriminalität. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aber ich weiß, dass Sie sich vor den Eintreibern der Geldverleiher in Sicherheit bringen wollen. Sie wollen sich sozusagen in Schutzhaft begeben. Jetzt, wo Ihnen keiner mehr aus der Klemme hilft. So wie Katrin bisher. Ach, Sie spinnen ja. Vorsicht. Sie gehen haarscharf am Rande einer Beamtenbeleidigung spazieren. Ihre Spielschulden werden Sie damit nicht los. Die haben verdammt lange Arme, diese Organisation. Sogar bis in die Haftanstalt. Herr Gollmann, Sie haben Katrin nicht umgebracht. Was meinen Sie? Wer war's? Ich weiß nicht, wie die Schlampe das hingekriegt hat. Aber für mich ist es klar, das war die Lovely Vita. Ja, bitte? Na, die Rita Merkel, die Sekretärin für meinem Alten. Die ist scharf auf den. Und das ist sie immer noch. Meine Mutter hat es auch gewusst, aber das war ihr egal. Bis dann Katrin kam. Und dann war alle Hoffnung weg für die Merkel. Guten Tag. Ich bin gleich soweit. Das wäre mein Traum. Oder wie siehst du das? Hm? Aber wir müssen halt Verbrecher fangen. Danke, das reicht. Das stimmt so. Den nächsten Termin haben Sie schon? Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Sylvie, die Herren sind von der Mordkommission. Sie. Ja, er hat ausgesagt, dass er vor 4 Tagen mit Ihnen zusammen war. Zwischen 16 und 22 Uhr. Können Sie das bestätigen? Meine Frau weiß inzwischen alles. Wenn das so ist, dann brauche ich ja keine Rücksicht mehr zu nehmen. Ja, stimmt. Hans, ich meine Herr Sanders, war zu dem genannten Zeitpunkt bei mir. Könnten Sie das unter Umständen beeiden? Ja. Danke. Herr Sanders, wir überlassen Sie jetzt Ihrem Schicksal. Wiederschauen. Was? Wie? Wenn meine Frau Sie fragen sollte, dann war ich natürlich mit Ihnen zusammen. Waren Sie ja auch. Ja. Blonsky,
Ich meine schon mal, irgendwann... Gehörte er denn zu seiner Klientel? Er macht den Immobilien, hält sich ziemlich oft in Portugal auf, weil er dort wohl... Der Jablonski. Sie kennen ihn also? Nein. Nein, ich musste mal einen Brief an ihn schreiben. Nach Portugal, deshalb. Was stand da drin? Ach, weiß ich nicht. Mehr privat, glaube ich. Ja, und dein Durchschlag von dem Schreiben? Ach, bei Ihnen nur Geschäftliches. Ja, kann man nichts machen, danke. Wiederhören. Ganz okay ist die Stimme noch nicht. Mehr entzerren ging nicht. Vielleicht kannst du mit der Kopie was anfangen. Noch geht's Ihrer Frau gut. Das kann sich schnell ändern, wenn Sie die 3 Millionen nicht für Ihre Freilassung bereitstellen. Ja, immerhin. Wenn man eine Vergleichsmöglichkeit hätte, mit der Originalstimme. Kann ja noch werden. Und das Polaroid-Foto? Bingo, Leo. Das Foto der Entführten und das, was du mir gegeben hast, sind eindeutig mit derselben Kamera geschossen. Ach nee. Die hat einen Defekt. Na sowas. Bei beiden Bildern schwacher, identischer Lichteinfall von links oben. Kaum zu bemerken. Ja. Ich brauch das aber wieder. Kriegst du so schnell wie möglich. Was ist mit den Fingerspuren in der Hütte, in der wir die Tote gefunden haben? Ach ja, Entschuldigung. Kaum was zu gebrauchen. Nur die von Katrin Grollmann überall in der Hütte. Überall? Ach, guck mal, die hat sich also frei bewegen können. Sieht so aus. Was ist nun mit Sanders? Ja, also zur fraglichen Zeit war er bei seiner Geliebten. Er hat geglaubt, seine Frau wüsste nichts davon. Auch gut. Nehmen wir uns doch die Merkel noch mal vor. Gerd ruft gleich an in Grollmanns Büro. Frag auch, ob Grollmann Senior noch da ist. Wenn ja, ob er auf uns warten kann. Und Grollmann Junior? Tja. Der schläft jetzt vielleicht unter einer Isarbrücke. Komm, Henry. Wir warten unten. Heimann, Kriminalpolizei. Ich hätte gerne Frau Merkel gesprochen. Tag, Herr Goldmann. Tut mir leid, dass wir Ihre Zeit noch mal in Anspruch nehmen müssen. Zum Glück sind Sie ja noch da. Nicht zum Arbeiten. Das hat jetzt alles keinen Sinn mehr, sagt Katrin. Ich ordne nur meine Angelegenheiten. Ist der okay? Wunderbar. Leo. Danke. Wir haben sämtliche Anrufe des Entführers. Wie das denn? Naja, die waren alle auf einer Kassette, die wir in dieser Hütte gefunden haben, wo Ihre Frau festgehalten wurde. Aber wer zeichnet sich denn sowas auf? Frau Merkel, bitte. Oh, pardon. Nein, bitte bleiben Sie. Vielleicht hat er ja erst auf Band gesprochen, um seine Stimme besser manipulieren zu können, das heißt also unkenntlich zu machen, und das Band dann am Telefon abgespielt. Sie hatten doch darum gebeten, Ihre Frau noch mal sprechen zu können. Das ist aber nur auf Ihrer Aufzeichnung drauf. Auch die Hilferufe Ihrer Frau, auf dieser nicht. Bitte, Henry. Noch geht's Ihrer Frau gut. Das kann sich schnell ändern, wenn Sie die 3 Millionen nicht für Ihre Freilassung bereitstellen. Wir haben versucht, diese Stimme wieder zu entzerren. Das ist das Ergebnis. Vielleicht kommt sie Ihnen bekannt vor. Noch geht's Ihrer Frau gut. Das kann sich schnell ändern, wenn Sie die 3 Millionen nicht für Ihre Freilassung bereitstellen. Aber das ist doch... Wer, Frau Merkel? Dr. Lehmann. Ich kann's nicht beschwören, aber... Herr Grollmann? Lehmann ist mein Freund. Dem Sie sowas nie zutrauen würden. Offenbar trauen Sie es keinem zu. Er ist mein Freund. Sie sollten sich bemühen, sein Verschwinden aufzuklären. Wir sind dabei, Herr Grollmann. Wir sind dabei. Vielleicht liegt Ihnen ja gar nichts dran, dass wir das aufklären. Was soll das jetzt wieder heißen? Ich habe Ihnen gesagt... Er ist Ihr Freund. Okay. Sind Sie jemals einem Makler Jablonski begegnet? Möglicherweise sogar bei Ihrem Freund Lehmann. Nicht, dass ich wüsste. Ach, Frau Merkel, noch eine Frage. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie dieses Foto geschossen haben. Ja. Mit Ihrer Kamera? Nein, die ist von Dr. Lehmann. Ach, war der auch mit auf dem Betriebsausflug? Er hat sich uns gewöhnlich mit seiner Sekretärin angeschlossen. Was das jetzt? Das ist ja schon eine ganze Menge, nicht wahr? Ich denke, heute spätestens morgen wird die Tote von der Rechtsmedizin freigegeben. Sie können schon das Nötige in die Wege leiten.
falls Sie sie noch mal sehen wollen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na also. Also. Ja. Was wollen Sie denn noch von mir? Da ist das Beweisstück. Bezweifle ich ja gar nicht, dass Sie Ihren Freund erpresst und das Geld kassiert haben. Aber was ist mit dem Mord an Katrin Gollmann? Ich habe Katrin Grollmann auf dem Gewissen. Also ich hätte es gerne ein bisschen präziser. Also zwingen Sie mich nicht, das auszusprechen. Was war das für eine Waffe, mit der Sie geschossen haben? Welches Kaliber? Ja, also damit kenne ich mich nicht aus. Die Waffe hat mir jemand verkauft und mir gezeigt, wie sie bedient wird. Das Ding haben Sie dann weggeworfen. Irgendwo, nicht? Victor hat sie geliebt. Mehr als ich ahnte. Sie ihn wohl weniger. Sie war Ihre Geliebte. Meine Geliebte? Nein, nein, ich habe sie benutzt. Und dann erschossen, als das Ziel erreicht war, die 3 Millionen. Sie sagen es selbst. Aber ich glaube es nicht, weil Ihre Geschichte so nicht funktionieren konnte. Das zeigt sich ja jetzt auch. Ich habe sie entführt und gefangen gehalten. Herr Dr. Lehmann, sie war nicht gefangen. Sie konnte sich in der Hütte frei bewegen. Und das musste sie auch, als ihre Komplizin. Sie hat die Erpresseanrufe am Telefon vom Band abgespielt. Komplizin? Das haben Sie ja ganz raffiniert ausgedacht. Die Komplizin spielt das Opfer. Warum sollten Sie sie da erschießen? Weil Sie alles haben wollten? Oder weil Sie Angst hatten, Katrin könnte Sie verraten. Als Komplizin? Als Leiche in der Hütte hat sie sie verraten. War es nicht so? Sie wollten das Geld kassieren, Katrin wäre nach Hause gegangen und Sie wären wieder aufgetaucht, als wäre nichts passiert. Später dann hätte Katrin sich von ihrem Mann getrennt und wäre zu Ihnen übergelaufen. Das ist eine wahnsinnige Konstruktion. Und sobald Sie sicher gewesen wären, dass wir Ihre Story glauben, wären Sie im Handumdrehen untergetaucht. Ausland, Südamerika. Und nicht tagelang durch die Gegend geirrt, wie Sie sagen. Dr. Lehmann. Na? Herr Dr. Lehmann, Sie sind vorläufig festgenommen. Lass ihn wegbringen. Kommen Sie. Bitte. Also den Mord hätte ich ihm abgenommen. Obwohl er sich ja immer um das Wort gedrückt hat. Vielleicht hat Leo heute seinen komplizierten Tag. Du hast es erfasst, Henry. Die Geschichte ist faul, Leo hat recht. Diese Hütte dürfte nie polizeikundig werden, weil sie uns ja in jedem Fall zu Lehmann geführt hätte. Naja, über seinen Klienten Jablonski. Fazit, der Mord war nicht geplant. So dumm kann dieser Lehmann nicht sein. Ja, warum hat er sich dann beschuldigt? Hat er ja nicht. Er hat sie auf dem Gewissen.
Das kann sonst was bedeuten. Dass er Katrin geliebt hat, dass er ihren Tod nicht wollte und dass er das jetzt alles nicht verkraftet. Muss eine tolle Frau gewesen sein. Macht es Ihnen was aus, wenn ich bei Ihnen mitfahre? Wenn es denn sein muss. Wo soll es denn hingehen? Wie wär's mit dem Campanile? Wozu? Ich denke, Lehmann hat gestanden. Was Ihnen sehr entgegenkommt. Lehmanns Aussage unter Schock. Er hat mein Vertrauen missbraucht. Sie gestatten? Fahren Sie mit dem Koffer und den 3 Millionen zum Campanile am Isartorplatz. Erwarten Sie dort einen weiteren Anruf. Letzte Warnung, kommen Sie allein. Fahren Sie weiter bis... Herr Gollmann, es wird langsam Zeit, dass Sie mit Ihrem Spiel aufhören. Das war der letzte Anruf des Entführers, den Sie im Campanile erhalten haben. So, jetzt erzähle ich Ihnen mal meine Version. Danke. Sie haben das Lokal verlassen, nach Lehmanns Wagen Ausschau gehalten, sind dann selbst weggefahren. Dann haben Sie den Sender abgeschaltet. Warum sollte ich? Damit Lehmann dem Signal nicht weiter folgen konnte. Sie haben den Wagen beschleunigt, bis Sie sicher waren, dass Lehmann Sie aus den Augen verloren hatte. Am Übergabeort haben Sie den Koffer mit dem Geld deponiert und fuhren rasch weiter. Aber nur, um Ihren Wagen außer Sicht zu bringen, in irgendeinen Nebenweg. Dann sind Sie zurückgegangen, um Lehmann zu erwarten. Wieso? Ich hatte doch den Sender abgestellt, nach Ihrer Meinung. Weil Sie auf dem Erpresserfoto einen Lichteinfall entdeckt hatten, der sich auf allen Bildern zeigte, die Lehmann mit seiner Kamera gemacht hatte. Und Sie haben nur deshalb den Sender abgestellt, um jeden Irrtum auszuschließen. Jetzt konnte nur der Entführer zum Übergabeort kommen. Und der kam.
Glückwunsch. Herr Victor. Nein. 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 Schließ den Koffer. Du wirst ihn brauchen für deine Flucht. Mach schon. Verschwinde. Los. Verschwinde. Schieß doch. Warum schießt du nicht? Soll ich Sie beglückwünschen zu Ihrem Kombinationstalent? Sie sollen Lehmann entlasten. Er hat Ihre Frau nicht umgebracht. Lehmann hat alles vernichtet. Alles, was sie war, war sie durch mich. Sie war mein Geschöpf. Mein Leben. Sie hat diesen Anspruch nicht erfüllt. Ihr Geschöpf. Vielleicht hat sie es einfach nicht mehr bei Ihnen ausgehalten. Ist ja ziemlich anstrengend, ständig Gottvaters persönlichen Ansprüchen zu genügen. Was wissen Sie denn? Dass Sie unglaublich egozentrisch, selbstherrlich und arrogant sind. Es ist mir immer klarer geworden, so wie Sie das alles inszeniert haben. Genügt es nicht, wenn Lehmann wegen Erpressung hinter Gitter muss? Wieso soll er eine Zukunft haben, wenn er sie uns genommen hat? Uns? Ihre Frau war nicht unbeteiligt. Sie haben sie umgebracht, Herr Gollmann. Und dazu sollten Sie sich auch bekennen. Sie halten mich nur unnötig auf. Ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit. Dann erwarte ich Ihr Geständnis. Es tut mir leid.